Es beginnt vor etwa 16 Millionen Jahren. Der Kaiserstuhl erhebt sich bis zu 1000 Meter aus der Gluthitze unserer Erde. Der Boden bebt. Unglaubliche Mengen Magma, heiße Lavabrocken und feine Asche werden durch gewaltige Ausbrüche an die Oberfläche geschleudert und begraben alles Leben unter sich. Durch Jahrmillionen der Erosion ist heute nur ein kleiner Teil des grandiosen Vulkangebirges übrig geblieben. Unter den warmen Bedingungen entwickelt sich eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt. Menschen siedeln sich an und nutzen die fruchtbaren Böden und das vorteilhafte Klima für den Weinbau. Die Kulturlandschaft Kaiserstuhl entsteht. Schon in der fränkischen Zeit, im Jahr 750, wurden hier am Kaiserstuhl Terrassen angelegt, um auch ordentlich bewirtschaften zu können und nicht ständig mit der Erosion kämpfen zu müssen. Und das ist an und für sich die Grundlage für die Terrassenlandschaft. Diese Terrassen haben dazu geführt, dass man eben ein Mosaik an Lebensräumen auf den Böschungen hat und immer den Wechsel hat im Grunde zwischen Terrassen, Böschung, Terrassen, Böschung. Also etwas Besonderes und das macht Vielfalt, weil es im Grunde ein Element ist, was die ganze Landschaft vernetzt. Also hier ist die Koexistenz ganz wichtig, dass man die im Auge behält, also alle Bereiche. Die Reben können nur richtig funktionieren, wenn auch die Böschungen zum Beispiel gepflegt werden. Gerade wenn man an Schmetterlinge denkt oder an die Smaragdeidechse, die hier heimisch ist in großer Zahl, dann ist es wichtig, dass man für alle Tierarten, Pflanzenarten wirklich Rückzugsflächen hat. Es gibt hier an die 380 Wildbienenarten zum Beispiel oder die Gottesanbeterin. Die Gottesanbeterin braucht Sonne. Wenn hier alles mit Wald bewachsen wäre das Natürliche hier sozusagen. Und dieses Element der wärmeliebenden Tiere und Pflanzen könnte hier gar keinen Raum finden. Wo man kaum darüber nachdenkt, es gibt hier Schneckenarten, die trockenheitsliebend sind. Oder natürlich viele Pflanzen und die Vögel. Ja, also es ist eine unglaubliche Vielfalt. Wo einst Vulkane brodelten, ist ein Paradies für Genießer und Weinkenner entstanden. Einige Thermalquellen reichen bis an die Oberfläche und zeugen von der heute noch bestehenden Hitze im Erdinneren. Mit 21 Grad Celsius sprudelt das mineralreiche Wasser hier ganzjährig aus dem Vulkangestein. Staubfeiner Löss. Gestein von Gletschern der Alpen zermahlen und übers Wasser hergetragen. In der Eiszeit aus den Rheinschottern ausgeweht und als fruchtbare Lössschicht bis zu 60 Meter mächtig abgelagert. Er bildet seither 85% der Oberfläche des Kaiserstuhls und sorgt für besonders leichte, fruchtige Weine. Was wirkt wie vom Wasser ausgewaschene Schluchten, sind in Wirklichkeit die Spuren des Menschen. Mit seinem Tritt und den Bremseisen der Ochsenkarren wird der Löss über Jahrhunderte pulverisiert und ausgespült. Auf diese Weise bilden sich mit der Zeit die beeindruckenden, bis zu 15 Meter tiefen Hohlgassen, die noch heute von Gästen bewundert werden können. Ein besonderes Fleckchen am Kaiserstuhl ist das Lilienthal. Eine ehemalige Terrassenlandschaft, die seit Ende der 1950er Jahre als Arboretum angelegt wird und mittlerweile Bäume aus der ganzen Welt beheimatet. Eine Vielfalt aus rund 280 Baumarten und seltenen Orchideen ist hier zu entdecken. Angrenzend an das Lilienthal recken sich die Stämme der Bäume wie Säulen in den Himmel und bilden mit ihrem dichten Blätterdach wunderschöne Hallenbuchenwälder. Der Winklerberg ist die Wiege des südbadischen Edelweinbaus. Hier werden um 1813 die ersten Edelweine wie Muscateller oder Burgunder kultiviert. Als Vulkanfelslage bietet der Winklerberg auch heute noch eine ideale Basis für besonders mineralische und tiefgründige Weine. Seit dem Beginn des Weinbaus um 679 gab es im Kaiserstuhl noch wurzelechte Rebsorten, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind.
Die Grundlage des heutigen Weinbaus ist die Rebveredelung. Kaum bekannt beginnt so der Weg einer jeden Rebe mit dem Omega-Schnitt in der Rebschule. Die Rebe wird durch die passgenaue Verbindung von zwei Rebpflanzen vegetativ vermehrt. Dabei werden amerikanische Unterlachsreben auf europäische Edelreben gepfropft. Wurzeln und Blätter sind auf diese Weise resistent und werden nicht mehr von der Reblaus als schlimmem Schädling im Weinbau befallen. Fortlaufend müssen Reben ersetzt oder neue Flächen bepflanzt werden. Dafür wachsen tausende junger Pfropfreben in der Rebschule heran, bevor sie im Weinberg ihr volles Potenzial entfalten können. Die Weinrebe ist ja die älteste Kulturpflanze, die man so kennt. Sie ist angepflanzt nur in Regionen und Gebieten, wo kultiviert wird. Und das heißt, es muss dann auch eine Landschaftspflege dazugehören. Gerade wenn man so die Zusammenarbeit auch bei der Böschungspflege sieht, da finde ich, hat man große Fortschritte gemacht und es ist mittlerweile ein Hand in Hand, weil man merkt, Natur und Weinbau gehört irgendwo zusammen, sind die gleichen Quellen und die Gäste freuen sich daran. Der Kaiserstuhl ist das perfekte Beispiel, dass Weinbau und Naturvielfalt ausgezeichnet miteinander harmonieren. Hochwertige Weine brauchen eine ausgewogene Pflege, müssen nicht intensiv gedüngt werden und profitieren von der sonnenbeschienenen Artenvielfalt der umgebenden Natur. Und dies bietet das schon fast mediterrane, vom Vulkanismus geprägte Terrain. Für besondere Qualität hegen und pflegen die Winzer die heranwachsenden Früchte mit großer Sorgfalt. Um beste Ergebnisse zu erzielen, ist ein harmonisches Hand in Hand zwischen der Arbeit im Weinberg und im Winzerkeller entscheidend. Der Holzfasskeller der Ihringer Winzergenossenschaft zählt zu den größten Deutschlands. Durch das Handwerk der Winzer verwandeln sich hier die Trauben zum edlen Tropfen. Nach mühevoller Arbeit im Weinberg und im Keller, sorgfältigem Gärprozess und monatelanger Reifung hält der Winzer letztendlich jenes Erzeugnis im Glase, wofür er seit Generationen leibt und lebt. Vor allem die Gäste dürfen sich im Kaiserstuhl an feinstem Lebensgenuss erfreuen. Jedes Tälchen und Winkelchen hat seinen eigenen Charme. Und hinter jeder Ecke verbergen sich landschaftliche und kulinarische Eindrücke in bunten Facetten. Ein Erlebnis für alle, sowohl Familien als auch sportlich Wandernde. Auf den insgesamt 400 Kilometer Wanderwegen, ausgeschildert und gepflegt vom Schwarzwaldverein, ist hier für jeden etwas geboten. Wie die vielfältige Natur und die idyllische Landschaft, ist für die meisten Gäste natürlich auch der sonnenverwöhnte Wein Anlass für einen Besuch. Der wohltuende Rebsaft erfreut alle, ob vergoren oder nicht. Das Schönste aber ist, das Wandern und Unterwegssein mit dem Genuss regionaler Produkte zu verbinden, um das Eintauchen in die zauberhafte Landschaft unvergesslich zu machen. Der Kaiserstuhl beweist, wie exotisch Deutschland doch sein kann. Etwas abgelegen und verträumt wirkt der große Naturraum. Besuchen Sie die wundervolle Landschaft, um die vielfältige Schönheit der Natur und den kulinarischen Genuss der Weine zu erleben. Abendspaziergänge durch die verträumten, nahegelegenen Dörfer wirken wie der Pausenknopf einer schnellen Welt. Die Atmosphäre ist hier noch harmonisch und gelassen, auf der fruchtbaren Vulkaninsel am südlichen Oberrhein.